Ja, Sie hatten mich, Herr Mayer, danach gefragt, ob gewissermaßen politischer Schaden entstanden sei durch die unweigerliche Fokussierung alles Politischen auf die Corona-Krisenbewältigung in diesen Tagen. Und ich will die Frage differenziert mit Blick auf Bayern beantworten. Zunächst retrospektiv. Ich habe die Empfindung, dass bislang in Bayern kein diesbezüglicher Schaden entstanden ist, aus mindestens zwei Gründen. Zum einen deshalb, weil es uns erfolgreich gelungen ist und das richtig ausdrücklich auch an die Adresse der Opposition im interfraktionellen Einvernehmen zu jedem Zeitpunkt dafür zu sorgen, dass die demokratischen Institutionen im Freistaat handlungsfähig waren. Das gilt sowohl für den Bayerischen Landtag als auch für die Bayerische Staatsregierung. Und wir haben es auch schneller als andere Bundesländer in Bayern geschafft, im Einvernehmen zwischen Opposition und Regierungsfraktionen einen Modus für Parlamentsbeteiligung auf den Weg zu bringen, der andernorts sehr für schwierige Diskussionen gesorgt hat, Fragen, die bis heute ungelöst sind. Ich glaube, das war einer von mehreren Schlüsseln dazu, dass auch in anderen Politikbereichen die Dinge während der Pandemie nicht on hold stehen mussten, sondern im laufenden Geschäftsbetrieb weiterhin befriedigend bearbeitet werden konnten. Ein zweiter Grund dafür ist, dass wir in Bayern, dass wir als Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU in der Vergangenheit schon Weichen gestellt hatten, von denen wir ganz erheblich profitieren konnten in der Pandemie. Ich denke beispielsweise an die Hightech-Agenda. Es ist ja so, dass man jetzt sehen kann, auch im internationalen Umfeld, dass Maßnahmen wie diese, Maßnahmen, die also in Bayern schon gestanden sind, schon im Haushalt verankert waren, jetzt allerorten nachempfunden werden, um sich in eine bessere Startposition nach der Krise zu bringen oder aber auch während der Krise bestehen zu können. Da mussten andere ja auch im bundespolitischen Umfeld zunächst einmal die Bazooka beschwören und zünden. Eine Bazooka, die wir in Bayern schon im Haushalt verankert und mit entsprechenden Mitteln hinterlegt hatten. Ich glaube, davon haben wir profitiert. Deshalb gab es diesen Stillstand, den ich andernorts beobachte, in Bayern bislang nicht. Ich meine aber schon, dass wir mit Blick auf die Zukunft da ein sehr bedachtes Auge drauf haben müssen. Ich sage das ganz bewusst auch als ein junger Politiker, der in der Spitzenverantwortung stehen darf. Wir müssen darauf aufpassen, dass wir uns nicht Zukunft verbauen durch die Art der Corona-Krisenbewältigung. Hinter Ihnen steht der bayerische Umweltminister. Fragen des Klimawandels sind nicht zurückgestellt, weil wir uns in einer globalen Pandemielage befinden. Der demografische Wandel schläft nicht, weil wir uns in einer globalen Pandemielage befinden und all die anderen Zukunftsfragen unserer Zeit auch nicht. Ich meine deshalb, wir müssen bei der Krisenbewältigung auch darauf achten, wie viele Mittel wir binden und wie wir mit dieser Krise umgehen, um uns nicht Zukunft zu verbauen, sondern weiterhin in der Spur zu bleiben und auch die Zukunft nach der Pandemie immer mitzudenken. Ein Schaden, letzter Aspekt meinerseits, ein Schaden, der ist nach meiner festen Überzeugung tatsächlich entstanden und der besteht mit Blick auf die Querdenkerbewegung und auf die gesellschaftliche Spaltung, die mit Händen greifbar ist in unserem Land. Denn ich denke, dass wir für all die anderen Projekte, einige habe ich genannt, viele darüber hinaus kommen, eben beim drüber nachdenken von selbst in den Kopf, eines brauchen, nämlich einen gesellschaftlichen Konsens. Und diesen gesellschaftlichen Konsens, den sehe ich in der Pandemie, gerade mit Blick auf die Querdenker, sehr wohl in Gefahr. Und deshalb glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass Politik auch noch besser zuhört, ihre Maßnahmen nicht nur bekannt macht, sondern auch erklärt, warum, wie entschieden wird, mit allen Stärken und Schwächen. Und dass wir vor allen Dingen, und das ist ja ein Petitum der Freien Wähler in den letzten Monaten geworden, neben die Umsicht und die Vorsicht auch immer stärker die Zuversicht stellen. Ich glaube, man darf ein Land und seine Menschen, man darf eine Gesellschaft nicht dauerhaft in eine Art Angst oder Depression versetzen. Man darf Maßnahmen nicht argumentieren im Sinne von, wir müssen das jetzt tun, weil sonst ganz schlimme Dinge passieren, weil sonst Bergamo nach Bayern rückt, sondern wir müssen den Menschen sagen, wir müssen die Maßnahmen jetzt gemeinsam durchstehen, aber nicht des Schließens und der Maßnahmen willen, sondern mit dem gemeinsamen Ziel, dann wieder Schritte zurück in Richtung Normalität und Freiheit gehen zu können, also diesen Bayern-Plan für den Exit auch aufzeigen, sodass die Zuversicht wieder ein dominierendes Element wird. Ich glaube, dann ist das Team Bayern, dann sind die Menschen im Land beim Mitmachen, beim disziplinierten Mitmachen auch besser zu motivieren als nur über Angst und Depression. Und das ist so ein bisschen der Weg, den wir Freie Wähler, glaube ich, in den letzten Monaten auch stark akzentuiert haben innerhalb der Bayern-Koalition.